Herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Ich bin der Mucker und viel Spaß mit FIFA. Oh, ich bin immer bei FIFA. Das ist totaler Bullshit. Beim Football Manager 2020. Unsere Karriere mit Eintracht Braunschweig. So, beim letzten Mal haben wir Slavia Prag besiegt und uns einige Probespieler in die Mannschaft geholt. Und zwar, um genau zu sein, die testen jetzt eine Woche mit. Felix Beiersdorfer, der ehemals bei Red Bull Leipzig unter Vertrag stand, beziehungsweise zu Meusewitz ausgeliehen war. Das heißt ja auch nicht Red Bull Leipzig. Das heißt ja RB. Und Niedermeier, der Stuttgart und Freiburg hier als deutsche Station hat und den Jakob Ledwald, der von Bremen kommt, aber letzte Saison bei Reden gespielt hat. So, die Spieler stehen natürlich auch alle in der Mannschaft. Die müssen ja getestet werden. Gibt's natürlich aber noch nicht. So, Kammerbauer rechts aus. Doch alles gut. Deswegen zeigt etwas Leidenschaft. Alle, wir lassen alle. Der Dios richtet sich zurecht.
nebeneinander. Dann stellen wir natürlich jetzt von vorne nicht so groß genug. Nein, sie soll mehr machen. Klar. Ah, die U21 ist es. Zurück zum Spiel. In sowas kann man sich nicht verlieren. Schiebfuß wird der Druck gesetzt. Bleibt bei 0 zu 1 in der Zwischenzeit spielt Augsburg 2 in Bremen 3. Auch 1 zu 1. Engelhardt hat sich verletzt. Ein 18-jähriger Mittelfeldspieler. Entschuldigung. Alle liegen 0 zu 2 zurück gegen Lübeck. Lübeck führt gegen 7. Muss überraschen. Wuppertal führt gegen Bordeaux. Sancho hat sich verletzt. Und Sticker führt gegen RB Leipzig. Ne, 2 zu 2, sorry. Oh, was ist denn das mit meinem Druck und Energie? So. Dann mal los. Da bin ich wieder. Jetzt kommen die Spielerwechsel. Bangshoff kommt für Vesic. Becker kommt für Kammerbauer. Schlüter kommt für Kiewski. Nering kommt für Fürstner. Feigenspahn kommt für Blabla. Und Marvin Poirier, der Rest, euch brauche ich heute nicht. Wenn die einer von den Pechschwarzen und Bayersdorf. Ja, das ist ein bisschen.
Jetzt Freistoß von Erik. Reingeschaut auf Nürnberg. Kann wieder gehen. Sie sollen noch weiter nach vorne gehen. Ungefähr 40 Meter Gruppe der Tote des Mannes. Der Feld ist nicht so besetzt, wie sie jetzt in das Spiel werden. Sagt, die sollen aus jedem möglichen. Immer schießen, immer schießen. Gehen wir gar kein Risiko ein. Bringen Robin Ziegler dann nochmal. Ist jetzt egal, wir sind ja das nicht gut. Das Testspiel am Ende war echt krass gemacht. Das war auch nicht geplant. Die Presse schreibt auch, es war ein schmeichelhafter Sieg für Nürnberg. Okay. Unzufrieden. Spreche ich mal mit dem. Weiter sehe ich. Was. Bla bla bla. Richtung Magdeburg, will ich jetzt gerade auch nicht sehen. Ich habe bestätigt. Ja, das machen wir jetzt nicht noch. Damit beschäftigen wir uns auch später. Idris geht zu 19.
Wir simulieren jetzt noch bis zum Testspiel. Sitz, sitz. So, okay. Für die mal zweite Mannschaft, da mische ich mich nicht ein. Wir sind auf Platz 4 der Aufstiegskandidaten. Ingolstadt eindeutig auf 1. Chemnitz scheint letzter zu werden. Spieltagsüberschneidung, bla 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 bla. Du noch die 5, du die 2. Wenn die Nummern alle nicht vergeben sind, passt das doch alles. Also ich gucke mal, seit 19. Die kriegt er nicht. Uiuiui, da habe ich aber ganz schön den Laptop angerufen, das war nicht mal absichtlich. Ihm ist die egal. Sollten wir ihm die doch geben. So. Zehn in, 9 out. Das ist zum Beispiel auch extrem viel. Er hat natürlich das meiste ausgegeben. Ab 3 Millionen Croissant. Am Anfang ist das jetzt noch nicht wichtig. Ist da jetzt so ein Hackmeck drüber gemacht? Poschwitz, Lanski sind mit Favoriten. Das ist interessant. Weil ich werde wahrscheinlich mit Poirier spielen. Spiel gespeichert. Und ich muss mir nochmal die Nase putzen. Es tut mir unglaublich leid. Marignan zu Olympique Lyon. Lyon zu von Moskau und ja. Alles Spieler, die ich jetzt so ad hoc nicht kenne. Zwei. 70 auf Regionalliga, alles klar. Hier ist auch schon einer, ein Scout-Bericht. Das heißt, ihn möchte ich nicht, aber Ewald, den möchte ich haben. Transfer. Den Vertragsangebot. Es ist mir scheißegal, das weiß ich alles. Ja, das sind die Versprechen, die ich dir geben kann.
Ich hätte gern 4 Jahresvertrag für 600 die Woche. Hier nehme ich 1000. Die gehen auf 950 runter, aber dafür da ein bisschen hoch. Ehrlichkeitssteigerung hasse ich wie Pest. Bei Aufstieg 20%. Über 1, 2 reden, dann verdoppelt sich nämlich. Nee, auf 1000. Weißt du was? 700 die Woche. 180 lass mal. Das nehmen wir immer noch raus. Na, dann mal über 1,1. So machen wir das doch. So. Da haben wir schon unseren ersten Innenverteidiger, der auch auf rechts spielen kann. Das ist doch hervorragend. Dann würde ich sagen, beende ich das Video hier an dieser Stelle. Beim nächsten Mal liegt das Testspiel gegen den 1. FC Magdeburg an. Und danach dürften wir auch schon in die Liga starten. Nein, danach kommt noch Charleroi. Und danach geht's gegen Waldhof in der Liga los. Es dauert nicht mehr lange. Von daher, was bleibt mir noch anderes zu sagen als, wenn es euch gefallen hat, lasst mir gerne einen Daumen da, bewertet das Video, lasst es Kommentare. Ihr kennt das Spielchen. Muss ich nicht viel zu sagen, ne? Mir bleibt nur noch zu sagen, ciao, ciao, euer Mokka.